Herzlich willkommen! In diesem Video geht es um ein Problem, was nahezu alle Welpenbesitzer kennen, nämlich, dass die Welpen sehr, sehr viel in die Hände beißen, in Hosenbeine und wahnsinnig viel Spaß dabei haben. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht mit meiner Hündin, mit der Nora, als sie selber Welpe war und bei mir eingezogen ist. Das ist unter anderem auch Bestandteil des Welpentrainingsprogramms und da schalten wir einfach mal rein. Da kriegt ihr jetzt ein paar Tipps von mir. Junge Welpen beißen eigentlich in alles Mögliche rein, was sie finden. Das können Schuhe sein, das können Stromkabel sein, alles, was in der Wohnung rumliegt in der Regel. Aber mit Beißhemmung ist ein bisschen was anderes gemeint. Mit Beißhemmung ist gemeint, dass der Hund lernt, in Anführungszeichen sanft zuzubeißen, sag ich mal, beziehungsweise so zuzubeißen, dass es dem anderen nicht wehtut. Man muss da jetzt so ein bisschen differenzieren. Ein Hund, der beißt, der gehemmt beißt, ist vom Prinzip her erstmal nichts Schlimmes. Damit es da jetzt keine Missverständnisse gibt, ich meine damit natürlich jetzt nicht einen Hund, der draußen rumläuft und irgendwelche anderen Leute beißt oder andere Hunde. Auch wenn es gehemmt ist, das ist keine schöne Sache. Aber wenn du jetzt mit deinem Hund spielst, du bist in einer Interaktion und ihr macht ein bisschen was, dann benutzt du deine Hände quasi, um den Hund anzufassen und mit ihm zu spielen und ein bisschen was zu machen. Und der Hund hat halt nun mal keine Hände, also der Hund wird seine Pfoten benutzen und er wird sein Maul benutzen. Wenn dein Hund also deinen Arm mal in den Mund nimmt, also tastet, dann ist das überhaupt nichts Schlimmes. Wichtig dabei ist halt nur, dass er vorsichtig ist, dass er dir also nicht wehtut. Ich werde jetzt mal erklären, wie Hunde die Beißhemmung unter Hunden lernen, also in einem Rudel. Und daraus können wir dann auch sehr, sehr schön ableiten, wie du mit deinem Hund dann die Beißhemmung erlernen kannst. Was passiert denn eigentlich bei Wölfen, bei Hunden, die mit ihrem Muttertier oder mit ihren Geschwistern interagieren? Die Hunde spielen miteinander, das ist eine ganz normale Sache und dieses Spielen ist für die Hunde ja wahnsinnig toll, also sehr, sehr positiv. Dabei beißen sie sich die ganze Zeit. Wenn jetzt ein Hund im Spiel zu fest zupackt, dann wird Folgendes passieren. Dem Hund, dem es wehgetan hat, er wird aufjaulen, das bedeutet, er wird ein Geräusch machen. Eigentlich reicht das schon. Eigentlich wird der andere Hund in dem Moment ablassen und wird sagen, okay, das war zu feste, das hat dir wehgetan, das wollte ich nicht. Das ist eine normale, natürliche Verhaltensweise unter Hunden. Die zweite Variante ist, dass der Hund zu fest zugepackt hat, der andere Hund jault auf, aber beißt zurück und sagt dann, hey, du hast ja nicht mehr alle, das hat mir wehgetan, das gibt es nicht mehr. Genauso macht es letztendlich auch das Muttertier. Und so kannst du das auch machen. Das heißt, wenn du mit deinem Hund in einer Interaktion bist, in einem Spiel oder etwas mit ihm unternimmst, dann ist das für den Hund sehr, sehr positiv. Auch allein schon die Aufmerksamkeit, die er von dir bekommt, ist für den Hund ein Verstärker, also etwas sehr, sehr Positives. Wenn dein Hund dich jetzt also zu feste zwickt beim Spiel, solltest du in dem Moment ihm ein Signal geben, dass er es versteht, also kurz ein Geräusch imitieren und zwar einmal kurz aufjaulen oder in einem hellen Ton einfach einmal kurz sagen, au, tut mir weh. Ja? Die zweite Sache, die du dann machst, ist genau in diesem Moment, wo du dann einmal kurz aufgejault hast, drehst du dich weg, wendest den Blick ab und beendest die Interaktion mit deinem Hund. Was ist das? Das ist für den Hund eine Strafe. Wenn wir jetzt in die Lerntheorie gehen, schau dir dazu das Webinar zum Thema Lerntheorie an, dann ist das eine negative Strafe. Das heißt, wir nehmen etwas für den Hund Positives weg, nämlich unsere Aufmerksamkeit, unser Sozialspiel, was für den Hund sehr, sehr positiv ist, entziehen wir ihm. Vorher haben wir ihm durch das Aufjaulen mitgeteilt, dass das zu feste war, dann ist die Interaktion beendet und dann ist auch gut.
Du brauchst da dann auch nicht lange rumschmollen oder sauer sein, darum geht es gar nicht. Es geht nur um eine Kommunikation, also um eine klare Kommunikation aufzubauen. Es reicht also, wenn du einfach mal 1-2 Minuten das Ganze unterbrichst, dann wieder zurück zu deinem Hund gehst und sagst, so, jetzt spielen wir nochmal, jetzt machen wir nochmal weiter. Und dann wird das halt wieder belohnt durch gutes Verhalten. Sollte er dann wieder zu Feste beißen, wendest du dich dann einfach wieder ab und jaulst auf. Für den Fall, dass dein Hund ein bisschen zu hartnäckig ist, also dass er wirklich zu Feste beißt und auch nachdem du jetzt mehrmals die Aufmerksamkeit entzogen hast und aufgejault hast, dieses Verhalten sich nicht bessert, darfst du einfach auch mal zurückzwicken. Das heißt, wenn der Hund dich packt, darfst du auch mal deine Finger nehmen und einmal ihm einen kleinen Klaps geben, ja, oder einmal so ein bisschen in die Seite kneifen. Damit meine ich wirklich vorsichtig, ne? Du sollst deinen Hund nicht schlagen, du sollst deinem Hund auch nicht wirklich wehtun. Es geht einfach darum, quasi zu imitieren, was ein anderer Hund tun würde, ja. Du kannst den Hund auch wegschubsen, also wenn er etwas zu feste gewesen ist, nimmst du ihn einfach, schubst ihn ein Stückchen weg und sagst, ey, lass das und beendest dann die Interaktion. Ja, das sind die Möglichkeiten, die du hast, um mit deinem Hund die Beißhemmung zu trainieren. Das verstehen Hunde sehr, sehr schnell. Zusätzlich würde ich dir generell auch raten, dass du deinen Hund sehr, sehr viel Kontakt zu Artgenossen haben lässt. Das sollten hin und wieder erwachsene Hunde sein, aber insbesondere auch gleichaltrige Hunde. Der Sozialkontakt ist für die Welpen sehr, sehr wichtig. Da lernen sie wahnsinnig viel und auch unter anderem eine sehr, sehr gute Beißhemmung. Die Beißhemmung wird von Hunden unterschiedlich gelernt. Einmal wird diese bezogen auf andere Hunde und dann auf uns Menschen. Andere Hunde sind in der Regel nicht so empfindlich, da dürfen die Welpen etwas stärker agieren, während hingegen wir Menschen natürlich etwas empfindlicher sind. Wir haben kein dickes Fell, uns tut es häufig ein bisschen eher weh, gerade mit diesen kleinen spitzen Welpenzähnen, aber das lernen die Hunde auch sehr schnell. So, jetzt kaut sie hier zum Beispiel ganz, ganz zärtlich auf meine Hand rum. Das kann sie gerne machen, das kann ich ihr auch geben, weil da passiert gar nichts, tut mir überhaupt nicht weh, sie ist da sehr, sehr vorsichtig und das kann man natürlich so machen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, dann hinterlasst uns gerne einen Daumen nach oben und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, nur dann werdet ihr benachrichtigt, wenn neue Videos von uns online kommen.